Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Wie ihr mitbekommen haben werdet, war ich am Montag, den 1. Juni 2015, mal wieder bei Darmpipe zu Besuch in Lauenburg und hatte dabei das große Vergnügen, vom großen Tabakmeister Andreas Mund eine kleine private Führung durch DTM Darn Tobacco zu erhalten. Und, das ist das absolute Highlight, ich hatte das große Vergnügen, bei der Produktion des Da Vinci zugegen sein zu dürfen. So war es mir möglich, den kompletten Herstellungsprozess von Anfang bis Ende, also bis einschließlich der Aromatisierung begleiten zu dürfen, und wünsche euch nun viel Vergnügen dabei mit den Bildern von DDM Tarn Tobacco inklusive der Manufaktur. Viel Spaß und bis dann! So, und das ist jetzt der Teil von schätzungsweise 1908. Ja. Schönes Ding. Eine Person von Anfang bis zum Ende kann er arbeiten mit. Geht nicht kaputt. Nicht kaputt zu kriegen. Wunderbar. Was eben im Kleinformat gesehen wurde, das ist jetzt hier das gleiche im Großformat. Das ist wichtig. Sie bringen jetzt den Tabak rein, damit er zerkleinert wird. Okay.
Die haben also eine Basismischung, Black Cavendish, Azore, Virginia und Shirley. Bis der Tabak, sagen wir mal, vom Eindringen hier oben, letztendlich der Kiste, eine Stunde. Ja, das Aufheben ist in der Box ist eine Stunde und das Durchfahren hier mit Rösten auch eine Stunde. Okay. Da kommt natürlich die ganze Vorarbeit hier noch ein bisschen die Anheizung. Weil der Dampferzeuger dann noch eine Kaffeestunde Vorlaufzeit hat. Okay. Tabak jetzt zusammenstellen. Okay. Also doch wesentlich aufwendiger, als man sich so vom ersten Blick her denken könnte. Ja. Wenn man sieht, Tabak läuft oben rein, hier vorne kommt er raus. Vielen Dank. Okay, danke. Und wie läuft es letztendlich mit der Aromatisierung? Wo wird die eingebracht? Nebenan. Also nur nebenan dann. Ja. Okay. Lohnt sich für unseren Tabak nicht, hier noch eine Flavortrommel ranzubauen, weil wir nur zwei Mischungen haben, die gleich hinterher aromatisieren würden. Ne? Okay. Große Firmen, die arbeiten nur mit Basismischung, dann kann man die natürlich gleich hinterher aromatisieren. Mhm. Aber das machen wir nicht. Wir haben ganz wenig Basismischung. Okay. Alles noch per Hand bei uns hier. Das heißt ja, die Basismischung, die jetzt hier hergestellt wird, ja. Das hat die Kollegin schon gesagt, ist ja Black Cavendish, weil Azore, Virginia und Burley. Ja. Das heißt dann die Basismischung für alle möglichen... Nein, für zwei Stück. Nur für zwei Tabake. Okay. Nur für zwei, für den Da Vinci und für Green Label. Hm, okay. Das ist die große Masse bei uns und da machen wir eine Basismischung. Sonst haben wir keine Basismischung. Dann fahren wir die Tabake einzeln alle und dann mischen wir sie per Hand drüben. So, die Aromatisierung, die ich nämlich jetzt hier in der Nase habe, die ist doch ziemlich vanillig. Ja, das ist der Green Label, der hier hergestellt wird. Okay. Das hier ist also, wenn man so will, die sogenannte Giftküche. Hier werden die ganzen Tabake manuell aromatisiert. Und wie er eben im Mitarbeiter gesagt hat, stellen Sie hier gerade aktuell den Green Label her. Daher auch dieser momentan doch sehr intensive Duft nach Vanilletabakken. Lecker, lecker, lecker. So, jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt sind wir einmal live dabei bei der Aromatisierung. Das ist jetzt die Basismischung, die nebenan angefertigt worden ist. Richtig, ja. Okay. Wird jetzt der Da Vinci aromatisiert.
Okay. Okay. Ein guter Tabak hält einen Tag, morgen kann er verbrannt werden. Okay. Ja, Duft, der lässt mir momentan wirklich das Wasser im Mund zusammenlaufen. Aber nicht, wenn man das jeden Tag hat. Ja, das kann ich mir vorstellen, ist man übersättigt. Bekommt ihr euch ja auch mal die volle Dose ab. Und das ist ein bisschen viel. Welche Richtung rauchen Sie? Ich rauche alles. Also in allererster Linie natürlich Aromaten. Damit bin ich zum Pfeiferauchen gekommen. Habe mich jetzt über die naturnahen Virginias und Burleys hochgearbeitet zum Latakia und rauche mittlerweile alles. Wobei ja die Aromaten immer noch mit das Liebste bei mir sind. So, das heißt, der Tabak wandert jetzt zurück in die Kiste zur Einlagerung für, Sie sagten ja, einen Tag, bis er verpackt werden kann. Ja. Das sind große Schaden, der Da Vinci ist ein, der Renner von uns hier in Haus. Da machen wir immer ein bisschen mehr. Okay. Die Kiste ist spätestens in einer Woche leer. Das denke ich mir. Denn der Da Vinci wird ja auch sehr gerne in den USA geraucht, wie ich mittlerweile mitbekommen habe. Okay. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass die Exportrate entsprechend hoch sein wird. Ja. Der läuft sehr, sehr gut. Ja. Was für eine Aromatisierung hat er denn außer Vanille? Außer Vanille? Denn ich habe ja so eine fruchtige Note noch mit dabei. Ja, Blue Curaçao, ne? Blue Curaçao, Vanille, Honig. Und ein Tropfen Menthol. Ganz klar. Ganz klein Tropfen Menthol. Okay. Okay. Das ist reiner Black Cavendish, wir fragen noch Black Cavendish heute.
So, Video läuft. Also Inlandpackerei, okay. Inlandpackerei. Wir werden auch Tonnen verpackt, aber 10 Kilo davon, 20 Kilo davon, mhm, wurde in Auslandspackerei halt. Eine Tonne davon, 600 Kilo davon. Ich sage immer, hier oben ist es abwechslungsreicher, anstatt da unten bei einer Tonne rumzustehen. Ne? Kohle, Wasserpfeifer, sehen die, ja? Wir machen mal 5 Kilo, 10 Kilo. Also die kleinen Chargen dann? Die kleinen Chargen, okay. Da lohnt sich keine große Kiste, weil sonst nicht, dass sie uns zu trocken werden oder überlagern oben. Ne? Okay. Die werden immer frisch gemacht. Sobald einmal leer ist, kommt er nach unten und wird wieder neu zusammengestellt. Das ist nur ein kleines Lager hier oben. Mhm. Auch überall stehen hier die Eimer. Und alles Handarbeit hier. Kleine Hilfsmaschinen haben wir noch hier. Die Dosen verschließen, sonst haben wir nur Handarbeit. Das spricht halt auch für eure Qualität. Man kann sagen, was man will. Ich sage es ja auch immer in den Videos. So die besten Tabak aus meiner Sicht sind immer noch die von Dan Tobacco, von Kohlhaas und Kopf. Finde ich auch sehr gut. Von McBaron auch noch. Und halt bei den Amerikanern, da haben sie auch nur eine Handvoll. Da haben wir McClellan, Cornell Deal. Jetzt werden die einmal so hochgeholt von unten in der Produktion. Die haben wir Freitag gefertigt und können heute gepackt werden. Dann. Mhm. Hier packen wir die Tonnen. Heute nicht. Heute schlafen sie, sie stehen meist vom Fahrstuhl zu Hause. Wiedersehen. Der größte Abnehmer ist die Schweiz für uns. Mhm. Okay. Die Firma Williger. Mhm. Okay. Da haben wir gerade den Auftrag für 100.000 Euro. Das ist, da geht es immer in die Tonnen bei denen. Mhm. Okay. Und dann ist Russland, Japan, eine ganze Welt. Ich habe ja damals vor 4 Jahren, glaube ich, war es, hat Herr Dr. Heiko Behrens gesagt, dass Japan vor allem auf den Blue Note abfahren würde. Ja. Und da haben wir damals eine riesen Ladung fertig gemacht, nur für Japan. Im Moment sind wir in einem Feinschnittgeschäft. Okay. Also wir schneiden auch für Japan Feinschnitt im Moment. Das geht jetzt nach Russland, was die Frau noch packen. Das geht nach Russland, ne? Oder was packt ihr? Platten. Russland ist fertig. Also der Russ ist auch ein großer Abnehmer, aber dann müssen wir erstmal gucken, wie es da weiterlaufen wird im Moment. Aber sie bestellen noch die Woche. Wunderbar. Für uns sehr gut. So, das waren nun die Eindrücke, die ich bei DTM Dan Tobacco gewonnen habe, von der Manufaktur, die unten stattfindet. Und zwar halt wirklich einerseits die Aromatenküche, wo halt die Tabake aromatisiert werden, aber halt auch die Großproduktion, wo halt wirklich dann die großen Mengen Tabak vorbereitet werden, um später in die Aromatisierung zu kommen. Und weiter konnte man ja dann sehen, einerseits den Inlandsversand, als auch den internationalen Versand. Und die großen Abnehmer heute sind halt nach wie vor natürlich in der Schweiz sitzend, aber halt auch Japan war auch schon vor Jahren groß im Rennen, wobei ja auch eben im Video gesagt worden ist, dass Japan momentan wohl eher doch auf dem Feinschnitt steht, aber das Geschäft ist ja sowieso stets am Fluktuieren, wer weiß, wie es in 1-2 Jahren aussieht. Ich fand den Rundgang auf jeden Fall sehr interessant und sehr aufschlussreich. Und was man halt im Video so überhaupt nicht wiedergeben kann, das sind halt die ganzen Gerüche, die einem in die Nase kommen, wenn man so in den einzelnen Handeln entlang geht. Und das reicht halt wirklich vom frisch geschnittenen Tabak hin bis hin zur Aromatisierung des Tabaks. Das ist ein Duft, den kann man wirklich kaum beschreiben. Und von daher nochmal meinen herzlichen Dank halt ans Team für die Geduld und halt auch für die ganzen Informationen, die sie mir bereitgestellt haben. Und der Rundgang war, wie gesagt, sehr interessant und ist auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert, wenn man vor Ort ist. Das war es soweit von mir für heute. Ich danke euch in gewohnter Weise wieder für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit eurem Pfeifen und mit euren Tabaken. Bleibt mir gesund. Wir sehen uns wieder auf diesem Kanal hier. Happy Puffing und bis demnächst. Ciao.